Sie haben nie etwas von Rentieren gesagt. Thomas, du musst jetzt langsam die Strecke freimachen. Wird gemacht, Sir. Thomas setzte zurück. Aber hinter ihm lag noch die Deichsel des Schlittens auf den Schienen. Stopp! Vorsicht! Thomas versuchte anzuhalten, aber die Schienen waren zu glatt. Oh. Und dann passierte es. Oh nein! Oh nein! Nein, 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 Zunder nein! Und Asche! Oh, Hilfe, Hilfe! Ich bin noch nie mit einem Schlitten gefahren! Oh. Verstanden, Sir! Ich eile zu Hilfe! Halt, halt, halt! Wie hält man das Ding an? Oh nein! Sir! Thomas! Hilfe! Sir Topham, ist alles in Ordnung? Sir, die Kinder warten schon alles, Sir. Wo bleiben die Rentiere und der Schlitten? Der Schlitten ist den Berg runtergefahren, Steven, und der Weihnachtsmann, ich meine Sir Topham Hatt, saß drin. Oh nein! Thomas! Thomas fuhr den vereisten Berg hinauf und zog den dicken Kontrolleur im Weihnachtsschlitten hinter sich her. An Thomas' Schornstein hatten sich Zweige verhakt, sodass er aussah wie ein Rentier. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nicht mit einem Schlitten fahren kann, Sir Robert. Ein Glück, dass Thomas als Ihr Rentier eingesprungen ist. Es gibt da eine Kleinigkeit, mit der unser Thomas noch viel, viel weihnachtlicher aussehen würde. Und hier Thomas, die Lok mit der roten Nase. Los geht's, Thomas. Die Kinder warten schon auf euch. Der echte Weihnachtsmann wäre gewiss stolz auf uns beide, Thomas. Und Thomas, die Lok mit der roten Nase, zog Sodors Weihnachtsmann auf seinem Schlitten in den Schlosshof, wo er die Kinder begrüßte.